Hallo und herzlich willkommen auch an die Leute, die das später auf YouTube nachschauen oder es nach dem Stream aus irgendeinem Grund ein zweites Mal schauen. Weiß nicht, ob ich so unterhalten bin. Ich zweifle da arg dran, aber cheers. Heute wieder alleine. Aus relativ gutem Grund. Ich hatte eigentlich für heute, weil ich dachte, das wäre mal ganz cool, zwei aus meiner Tischrunde eingeladen. Moin Niklas, wo? Die mit mir so ein bisschen zusammen so über unsere Tischrunden und über, so Rollenspiel-Anekdoten aus meinem aus dem AP-Teil, aus der Prä-Nerdpool-Zeit so ein bisschen geschwafelt hätten. Aber die klugen Kinder haben gestern, während ich mitten im Stream war, um 10 Uhr mir gesagt, dass sie was für die Uni machen müssen und deswegen nicht kommen können. Heute Morgen. Dementsprechend hatte ich natürlich total viel Zeit, Ersatz zu finden. A.k.a. Frank hatte keine Zeit, Backfisch hatte keine Zeit und Dennis war ziemlich müde und wusste nicht, ob er wach wird. Und bis jetzt hat er mir nicht auf meine WhatsApp-Nachricht geantwortet, also schläft er wahrscheinlich. Und dementsprechend bin ich heute wieder alleine. Aber das ist okay. Mache ich dann wahrscheinlich nächste Woche wieder gut, da werde ich mir dann eine größere Gruppe organisieren, dass wir irgendwie zu viert oder zu fünft sind. Um das auszugleichen. Also wäre glaube ich, ganz cool. Ich muss mal gucken, ob ich mit den Jungs nochmal einen Termin kriege. Das wäre vielleicht ganz interessant, weil mit denen habe ich gespielt, seit ich ungefähr 9 Jahre alt bin. Das heißt, wir haben jede Menge Bullshit zu erzählen. Zum Beispiel, wo wir uns selber fast in einem gigantischen... Nein, wir haben uns nicht fast, wir haben uns in einem gigantischen Mahlstrom ertränkt. Ja, Backfisch war gestern sehr lange wach. Grüße zurück an den Mitbewohner, Chosen. Ja, vielleicht kommt er noch nach, falls er aufwacht. Ich bezweifle es arg. Er war ziemlich müde gestern. Das war auch der Grund, warum wir um 11 schon Schluss gemacht haben, weil die waren alle drei echt müde. Und wir waren trotzdem noch bis 2 Uhr wach und haben gesabbelt, weil wir sind Vollidioten. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin froh, dass ich mit euch frühstücken kann. Es ist auch immer schön, dass relativ viele Leute da sind. Das ist immer nice. Dafür, dass du eine Wasserleiche bist, klingst du sehr unblubbern. Ja, ist eine lange Geschichte. Hat was mit Wassermagiern und einem großen Mahlstrom zu tun, bei dem wir alle unsere... Wir hatten alle wasserbasierte Magier, for reasons. Ich weiß nicht mehr... Es war lustig zum Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben und haben versucht, einen Piraten-Warlord und seine Flotte in einem uns zusammengetan und haben versucht, einen gigantischen Mahlstrom zu machen von der Klippe aus. Und einer sollte uns mit einer aufgestellten Wasserwand, das war komplett Seeabenteuer, die ganze Kiste, sollte der uns vor den Pfeilen beschützen und hat seinen Zauber verkackt und hat uns dann samt der Klippe ins Meer gestürzt, weil der das da so schräg unten gegengeschlagen hat. Großartig. Und dann haben die Wassermagier, die alle extrem gut waren im Schwimmen, haben dann alle ihre Würfe verpatzt und wir sind grandios in unserem eigenen Mahlstrom ersoffen. War geil. Das ist auch eine Story, die der Spieleleiter aus der Runde jedes Mal wieder einbaut, beziehungsweise jeder von uns, wenn einer von den anderen mit in der Gruppe ist. Dann ist das immer sowas, diese Geschichte, die in der Taverne erzählt wird, wenn man irgendwelche Abenteurer fragt, ob sie irgendwas Neues gehört haben. Wassermagier. Ja. Ja, wie gesagt, es war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum wir alle Wassermagier, warum wir insgesamt... Warum waren wir... Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, warum wir alle Wassermagier waren. Ah, doch, wir waren... Genau, wir haben alle Brüder gespielt. Aus derselben Familie. Und da dachten wir, es wäre witzig, so sozusagen alle Wassermagier zu spielen. Oder Wasser... Also mit vielen Wasserzaubern, auch mit anderen Sachen, aber größtenteils mit wasserbasierter Magie. Und da hatten wir irgendwie gedacht, ja, wir machen so verschiedene Versionen davon. Also die... Manche Zauber haben die alle, aber jeder von denen ist so ein bisschen auf einen anderen Bereich spezialisiert. Und wir hatten halt diesen Piraten-Warlord extrem wütend gemacht.
Und wir haben ihn und uns versenkt. War gut. Ja, Waschermagie ist ziemlich cool. Mal gucken. Vielleicht mache ich mal irgendwie sowas. Vielleicht baue ich mal was in die Richtung in Pathfinder. Vielleicht ein Oracle oder so mit der, mit dem Wasserding. Habt ihr ihn getötet? Ja, wir haben uns selber und ihn ermordet. Also alle sind gestorben. Ich glaube, ein paar von seinen Crewmitgliedern haben überlebt, aber er selber nicht. Was ziemlich lustig war. Ah, es war ziemlich gut. Das passiert, wenn man selber ein System homebrewt dafür. Also ja, unser SL hatte Tilo, heißt er by the way. Der wäre by the way auch heute dabei gewesen, aber leider nicht. Das war eine der wenigen, sag ich mal, längeren Sessions, die jemand, der nicht ich war, geleitet hat. Weil normalerweise bin ich immer derjenige, der leitet. Waren die Götter nicht mit euch? In dem Setting gab es keine Götter. In dem Sinne. Also es wurde vermutet, dass es welche gibt, aber die hatten nicht so einen direkten Einfluss. Wie zum Beispiel in dem D&D oder Pathfinder Setting oder auch bei, weiß gar nicht, bei DSA. Ja, Einfluss haben sie schon. Also machen schon Zeug. Oder wie bei Remenoxis, wo sie tatsächlich auf der Erde laufen. Sowas war nicht. Also die, es gab Religionen, aber die waren nicht so direkt so verknüpft, wie die in anderen Settings ist. Sondern war mehr wie Religion hier. Also Leute folgen dem und interpretieren Dinge, wie sie es wollen. Und er war so, er hat uns nur angesehen, soll ich euch retten? Also ihr würdet jetzt alle ertrinken. Wir hatten gespielt mit einer Variante vom Unisystem, mit dem Erweiterungsband Dungeons and Zombies, nur ohne die Zombies. Weil wenn du die rauslässt, hast du halt effektiv mit den verschiedenen Bänden aus der All Flesh Must Be Eaten Reihe, hast du einfach nur eine gigantische Toolbox. Ja, das wäre extrem cool, Tali. Irgendwie so ein Pathfinder, so eine Undine vielleicht. Und dann so ein Wasser-Oracle. Das wäre cool. Müsste ich mal drüber nachdenken. Mal gucken. Ich baue momentan mit der Oracle-Klasse rum, weil ich die ziemlich cool finde. Und da geht es dann wieder gegen die Krankheit, die sich momentan leider Gottes bei mir breit macht, die ich versuche zu verhindern, zwischen Optimization und cooler Story. Weil zum Beispiel in einer Runde wie Rotre wäre der Charakter, den ich da jetzt momentan baue, der würde nicht lange überleben, sagen wir es mal so. Weil der nicht... Also der ist battle-ready, aber wenn ihr die Oracle-Klasse kennt, die haben ja auch... Also die haben Gifts durch die Oracle-Klasse, aber auch Curses. Also die sind praktisch wie, anders als ein Kleriker. Ein Kleriker gehört ja zu einer Gottheit und einer Religion. Ein Oracle ist praktisch... Die Götter, sagen wir mal, unterstützen den zu teilen, mehr wegen der Einstellung. Also der folgt keiner Religion fest, sondern... Hängt so ein bisschen im Limbo zwischen denen. Und er hat halt Gifts and Curses im Endeffekt. Die Curses geben dir coole Vorteile, aber auch echt krasse Nachteile. Beim Cinematic Unit System fehlt diese Option ja bis jetzt leider. Was All Flesh Must Be Eaten beim klassischen Unit System macht. Ja. Ja, also wie gesagt, es hängt total von der Runde ab. Auf jeden Fall, wie gesagt. Ich habe momentan viel Spaß an der Oracle-Klasse. Einfach wegen der ganzen... Weil ich die Tatsache mag, dass der nicht nur dass sie nicht nur cooles Shit kriegen, sondern auch Shit, der die behindert. Weil ich mag sowas immer. Ich mag, wenn Charaktere Ecken haben und nicht überall perfekt sind. Aber in manchen Runden würde der einfach nicht überleben. Und ich habe das Gefühl, bei Rotre zum Beispiel wird er ziemlich schnell sterben. Aber da habe ich Jarvis und Jarvis ist ziemlich cool von der Story wie von den Werten her. Mit dem kann ich arbeiten, so to speak.
was steht da? Feder und ich hatten so ein Gespräch. Da habe ich Dr. Wassermann, der seine Kräfte für Nutzlos hält, und einen Fischmenschen, der eher Surfer als Krieger ist. Da kam das Flusssurfen, gab ein wenig Ärger vom Magneten. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, wie gesagt, ich mag das Unisystem halt. Darin baue ich ja jetzt auch gerade, hatte ich ja schon letztes Mal erwähnt, Brian 7 drin um, weil es einfach zu nice ist. Jeder würde bei Rotre sehr schnell sterben. Ah, das stimmt nicht. Unsere momentane Gruppe ist eigentlich ziemlich gut aufgestellt, vor allem wenn wir jetzt aufleveln auf Level 6, weil ich meine, auf Level 6 kriegt Engai Zugang zu Level 3 Zaubern. Das heißt Haste und Heroism. Und ab dem Punkt kann der mich und Bronx, also kann der Jarvis und Bronx hochbuffen auf ein echt bescheuertes Level. Das heißt, selbst wenn er keine Kampfzauber benutzt, kann er uns halt, wie gesagt, ein bisschen Grund und Boden buffen. Und halt plus die Buff-Zauber, die ich selber wirken kann, beziehungsweise meine Smite-Sachen, und wenn Dennis endlich mal seine Inquisitor-Fähigkeiten benutzt, ich habe mir die mal durchgelesen. Gott, sind die overpowered. Wenn man die spielt, er vergisst es nur immer, der Sack. Ich glaube, ich mache mir hier ein Post-it für morgen früh dran. Wir spielen, by the way, morgen für Rotro. Dass ich ihn daran erinnere, seine verdammten Fähigkeiten einzusetzen. Weil er kriegt gegen manche Kreaturen kriegt er extrem geile Boni. Und den hat er noch nie benutzt, obwohl er den irgendwie schon seit Level 3 hat oder so. Du sagst Dennis, by the way, wenn du zuguckst. Du Bastard. Hättest das Ding so einfach lang machen können. Aber nein. Wie gesagt, ich bin, by the way, noch eventuell noch ein bisschen uncollected. Also mein Kopf ist noch so ein bisschen gerade im Wachwerden. Deswegen trinke ich jetzt auch gerade meinen dritten Kaffee. Weil nachdem ich mit den anderen aus der Buffy-Runde, bis auf Frank, der todmüde war, die anderen waren auch müde, aber die sind noch nicht pennen gegangen. Frank hatte sich pennen gelegt und dann haben ich, Dennis und Backfisch noch, wie gesagt, so bis 1, 2 Uhr irgendwie rumgelüllt und danach war ich dann über den toten Punkt und konnte dann nicht einpennen, deswegen bin ich noch nicht ganz so collected. Also falls ich sehr wild von einem Thema zum anderen springe, tut's mir leid. Ja, Kaffee. Viel Kaffee. Ja. Aber wie gesagt, ich freue mich jetzt auf sehr viele Sachen. Kann ich übrigens, ich benutze das ja auch immer so ein bisschen zum Ankündigen hier, nächste Woche geht Fucking Mirrors weiter, sehr wahrscheinlich entweder nächsten Samstag oder Sonntag Nachmittag geht Buffy weiter, also Noah, The Vampire Slayer, die Buffy-RP-Runde, weil alle können an mehreren Tagen, entweder am, oder was? Es war entweder Freitag oder Samstag oder Samstag oder Sonntag, ich muss nochmal nachgucken. Das könnten wir mal in einer von den lulzigeren Runden machen. Oh, da kann ich übrigens auch was sehr Cooles erzählen und euch eine kleine Empfehlung geben, wenn ihr was sehr Cooles gucken wollt, weil ich binge seit, lass mich lügen, seit letzte Woche Sonntag oder so, binge ich eine YouTube-Show, eine Pathfinder-YouTube-Show, sehr gechillt, wo die kompletten Würfelwürfe und Regeln und so alles rausgecuttet haben. Und teilweise die Sachen komplett Cartoon-animiert sind. Das ist sehr geil, so Anime-Style animiert. Sehr, sehr cool. Nennt sich Thrilling Intent auf dem Account von The Third Wheel. Haben inzwischen irgendwie 153 Episoden. Moin Koali, by the way. Ist sehr, sehr cool. Sehr komedisch. Aber sehr cool. Ich such's mal eben kurz raus. Moment. Dann kann ich den Link in den Chat posten. Wo ist es? Sie sind mal nicht bei irgendwie 135, 153? Ne, 135 Episoden sind sie jetzt. Und updaten irgendwie jede Woche ein, zwei Videos. Und die sind sehr angenehme Längen. Immer so irgendwo zwischen 15 und 40 Minuten. Die meisten. Also die sind total schön bite-sized. Das heißt, man kann, also die haben ihre gesamte Session aufgenommen, die danach gecuttet und bearbeitet, was sehr nice ist. Das heißt, Würfelwürfe und so sind
sag ich mal, nicht so prägnant. Das Ganze ist sehr Storytelling-lastig dadurch, aber sehr komedisch in seiner Art. Ist sehr nice. Very fun. Very fun. Wenn ihr es euch ansehen wollt. Und ich bin jetzt halb durch. Ich bin gerade bei in der Incorporgeddon Story Arc. Und habe halt jetzt die ersten 2, 3, 4, 5 Story Arcs durch. Also The Adventure Begins, The Adventure Began, The Shrouded Isles, The Prison of Lights und Dealing with Death. Das sind die, die ich jetzt durch habe. Ziemlich cool. Lots of fun. Auf sowas hätte ich mega Bock, so eine. Also, wo man praktisch sowas wie Roll20 oder so wirklich benutzt, praktisch gar keine Kameras hat, sondern das ist nicht mehr, was wir ja sehr viel machen, ist, weil wir vor allem am Anfang ja durch Hangout und so sehr versucht haben zu, sag ich mal, das Ganze sehr spielerbezogen, also haben das Ganze sehr spielerbezogen gemacht. Ich fände es mal sehr interessant zu sehen, was passiert. Das merkt man ja zum Beispiel auch, so ein bisschen in den Otherside-Streams, so dieses, weil der nicht, weil Barakas nicht aussieht wie ich, der klingt zwar wie ich, weil selbe Stimme, aber schon durch das veränderte Aussehen merke ich, dass, ich weiß auch nicht, dass die Kommentare sich irgendwie mehr, noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Ich kann es nicht gut erklären. Und ich fände es, glaube ich, mal sehr interessant, so ein Format zu machen, wo ich mit ein paar Leuten wirklich irgendwie über Roll 20 oder so wirklich eine Show, also sozusagen es nicht Livestreame, sondern was aufnehme, es nachbearbeite und es dann hochlade als ein eigenes Format. Das wäre, glaube ich, sehr interessant. Mal gucken. Aber das ist auch wieder zeitabhängig. Das wäre vielleicht eher so ein Ding, wo ich das mal mit einem One-Shot teste, mit ein paar Leuten, die ich gut kenne. Wo ich weiß, dass das komedische Level auf der richtigen Ebene ist. Mal schauen. Ich fände es sehr interessant als Format. Es würde natürlich den Live-Aspekt dadurch eventuell ein bisschen verlieren, durch das Editieren und so, aber könnte cool sein. Ich muss mal gucken, weil unser Setup ist ja sehr dieses, dass wir auch so ein bisschen mit dem Chat interagieren und so, das würde dadurch halt ein bisschen verloren gehen. Ich muss mal schauen. Mal gucken! Ja, aber mir macht gerade Nachbearbeiten ja mega viel Fun. Das ist ja auch das, was ich an vielen anderen Stellen mache. So für Livestreams brauchst du es ja meistens nicht, aber ich mache es immer ganz gerne. Roll20 ist aber nicht so mega. Oh ja, für das wird's reichen. Für das, was ich damit machen wollen würde. Dafür ist es vollkommen ausreichend. Wie gesagt, guckt euch mal die Sachen von Thrilling Intent an. Die benutzen, glaube ich, das andere Map-Tool. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Es gibt ja zwei. Oder drei. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Also es gibt irgendwie... ich guck mal nach, wie es heißt. Moment. Ich weiß gar nicht, ob die das in ihrer Kanalinfo stehen haben. Da muss nicht in ihrer Beschreibung drin stehen. Moment. Ich guck mal eben nach, wie es heißt. Oder auch das Stick hat bestimmt, was ich suche. weil ich keine Zeit mehr hatte. Quali. Ich habe hier oben keine Grafikbearbeitungsprogramme. Und wir haben im literally 5 Minuten vor dem Stream festgestellt, dass Franks Kamera, dass Skype einfach Franks Kamera nicht nimmt. Wir haben die ganze Zeit versucht, es zu fixen. Genau, Map Tools ist es, glaube ich. Es kann sein, dass sie Map-Tools benutzen. Ich glaube, es ist Map-Tools. Mal gucken. Ja, wie gesagt.
Wäre, wie gesagt, ein bisschen anderes Szenario. Ich guck mal. Weil ich finde das Setup von denen sehr cool. Es ist so ein bisschen, es hat so was Podcastiges, weil ich weiß auch, dass sehr viele Leute, vor allem die Streams nachhören und auch viele, die live dabei sind, oft gar nicht mitkommentieren, sondern das Ganze mehr wie ein Hörspiel betrachten. Und es wäre sehr interessant, mal einen Versuch zu starten. Wie soll ich sagen? Wie nenne ich es? Mal zu gucken, wie das rüberkommt, wenn man das so macht. Ja, das ist halt, die Gestik geht verloren. Aber das regt halt eben auch die Spieler an, sag ich mal, das zu beschreiben. Also mehr in Beschreibungen zu stecken, was manchmal verloren geht. Das wäre zum Beispiel der Aspekt, den fände ich sehr interessant. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, straight up zu sagen, man spielt wirklich am Tisch. Also, dass die Gruppe am Tisch spielt dann und halt Sachen beschreibt. Da müsste man dann aber darauf achten, dass alle immer sich dran erinnern, wir nehmen das auf. Dass so ein bisschen das Bewusstsein dafür da ist, dass die Leute einen nicht sehen können. Ich müsste mal gucken, wie gesagt. Ja, wie wollt ihr die Bilder produzieren? Was meinst du? Also worauf beziehst du dich gerade genau? Meinst du für Roll20, wie wir da Charakterbilder? Ich mal meine ja immer einfach selber für sowas. Oder was meinst du? Also so Tokens und so für Roll20, die kann ich selber machen, das ist nicht das Thema. Wird ein bisschen dauern, aber machbar ist es. Und ich habe außerdem jede Menge von den, und sag ich mal, Maps und so, das ist ja kein Thema, die in Roll20 zu bauen. Und wenn du Charakterbilder so meinst, die male ich eigentlich immer selbst. Das ist nicht das Problem. Ich könnte theoretisch... Das wäre sehr cool eigentlich, weil das machen die... Wie gesagt, ich finde es thrilling intent. Ich bin momentan fasziniert von deren Setup. Was die halt haben, ist, die haben das Roll20 Setup und in Dialogsituationen haben die, wie bei zum Beispiel einer Visual Novel, haben die so... Ja, so Charakterbüsten, also Charaktere, die ungefähr bis zur Hüfte gehen oder so noch ein bisschen weiter, die verschiedene Mimiken haben und die dann, weißt du, in der Nachbearbeitung so... um Situationen nachzustellen, ohne dass die groß animiert sind, sondern nur so mit 4, 5 Charaktergestiken und so ein paar Gesichtsausdrücken halt einfach das so ein bisschen nachstellen. Ist sehr cool. Ich weiß nicht, ob das wusste. Ich weiß, dass einige das nicht wissen. Ich arbeite professionell als Designer-Illustrator. Ich habe eine eigene Firma und arbeite nebenher auch immer noch freiberuflich als Illustrator. Und dementsprechend, also neben meiner Firmenarbeit, mache ich auch noch gerne private Aufträge ab und an. Ab und an. Zum Beispiel dieses Setup habe ich auch selber gemalt. Die Wand hat mich, by the way, fast in den Wahnsinn getrieben, aber darüber sprechen wir mal nicht. Zu viele schwarze Linien für die verdammten Backsteine. Ich weiß gar nicht. Habe ich irgendwas Cooles hier, was ich zeigen könnte? Wenn du noch nie mein Zeug gesehen hast. Das hilft jetzt den Leuten, die das später so Podcast-esque nachschauen, nicht. Aber das ist ja sowieso so ein Mix-Setup, was ich hier habe. Ich muss mal gucken, habe ich die Sachen dafür hier? Ah ja, damit kann ich es zum Beispiel zeigen. Media-File. Zum Beispiel für die Fockle Mirrors-Runde mit Justicon habe ich zum Beispiel seinen Charakter gemalt. Der ist auch auf dem Bildschirm. Moment. Ich scroll's mal eben größer, wie man es sehen kann. Murp. Murp. Ich weiß nicht, kriege ich noch größer gescrollt oder wehrt es sich dann? Nein, es wehrt sich. Ich könnte aber... Eine Sekunde. So. Jetzt müsste ich theoretisch das Große scrollen können. Ja, so zum Beispiel.
würdest du für andere in deiner Gruppe machen? Normalerweise, also ich mache es nicht für jede Runde, weil manchmal ist es einfach zu viel Arbeit. Für meine eigenen Streams und für zum Beispiel für Rotre mache ich das momentan. Die sind noch nicht fertig, weil ich ein bisschen hin und her hader, wie ich setupen will. Also wie die Charaktere aussehen sollen. Mache manchmal Sachen für andere. Ich bin natürlich auch, wie Tali gerade ganz unauffällig einwirft, ich kann Commissions machen, also ich zeichne Sachen für andere Gruppen gegen Bezahlung, weil davon lebe ich im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich habe auch momentan, meine ich, 2 Aufträge für Nerdpoler. Es gibt, by the way, einen minimalen Nerdpol-Rabatt, falls ihr das nicht wusstet. Nicht viel, aber ein bisschen, wenn Leute vom Nerdpol fragen. Ja, die Vampire-Mal-Streams irgendwann. Aber die Vampire-Runde ist ja momentan leider eh auf Eis, so ziemlich, was ziemlich schade ist. Die ist ja schon ziemlich lange auf Eis. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Bestimmt schon ein Dreivierteljahr. Very sad. Oh, ich glaube, die werden noch ein bisschen überleben. Die sind ja in der, das in dem Mockup-Ding, was wir das letzte Mal hochgeladen haben. Das war ja nicht echt. Das war ja nur für den Lulz. Wie teuer ist das? Das hängt sehr davon ab. Ich mach das mal eben wieder weg. Ich mach mal eben den Cyrus wieder weg. Es hängt halt sehr davon ab, was du haben willst im Endeffekt. Also ich bezahle, also ich berechne mich selber in Stundenarbeit. Also sozusagen bezahle mir selber einen Stundenlohn und rechne dann daran aus, wie viel es kostet. Ne? Ja, Corley, ich weiß, du hast die rotere Charaktere. Just deal with it. Du und dein Fake-Hate. Großartig. Nein. Es hängt, wie gesagt, sehr davon ab, was genau du haben willst. Also wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, eine ausgearbeitete Skizze kostet nicht so viel, oder eine Skizze kostet nicht so viel, eine grobe, nicht das, was die Leute auf Nerdpol bei mir unter Skizzen verstehen. Hat bei wem anders schon öfter Aufträge gegeben, ist so zwischen 20 und 50 pro Bild, kommt drauf an, wie viele Personen, wie gemacht und wie komplex. Ja, es kann auch deutlich darüber gehen, je nachdem halt, was es ist. Weil, also der Cyrus war jetzt eher cartoonig. Ich mache zum Beispiel für Other Side mache ich eher realistische Sachen. Mal kurz gucken, wo sie sind. Lyran, my friend. Der muss jetzt mal eben kurz herhalten. Ja, kannst du gerne machen. Also ich mache manchmal auch... Wie stelle ich es am besten dar? Ach, wir machen es einfach via Scrolling. Das geht wahrscheinlich am easiesten. Right. Ihr seht jetzt kurz ein Stück von meinem Setup. Ignoriert das. Wo packe ich dich denn mal dahin? Also zum Beispiel sowas kann ich halt auch. Im Endeffekt. Also komplette Buddy-Character-Sketches von einem Ork zum Beispiel im Otherside-Setting in Rebnoxus sehen die Orks relativ menschlich aus. Also sind nicht so komplett face-gerottelt. Ich mag die Füße immer noch sehr gerne. Kannst du gerne machen. Wie gesagt, Preis geht halt exponentiell hoch, je nachdem, wie kompliziert das Ganze ist. Und was für ein Stil es sein soll. Weil das dann auch immer sich auf Zeit auswirkt. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas von den roteren Sachen hier, an denen ich gerade arbeite? Ich muss mal kurz gucken. Gib mir eine Sekunde. Da könnt ihr jetzt zusehen. Die mysteriösen Dinge. Der Wallen und irgendwelche andere Bullshit. Packmeier. Da war ein Spoiler für den Varro. Das habt ihr nicht gesehen. Ah ja, Little Fears habe ich auch noch hier. Ich weiß aber gar nicht, ob das das Fertige ist. Ja, das ist das Fertige, nur ohne die Schatten. Also nur mit groben Schatten. Nein, ich liebe keine Füße. Ich bin nur ziemlich happy bei der Lyran-Zeichnung, wie die, sag ich mal, gemacht sind im Endeffekt. Bin relativ happy damit. Das zum Beispiel was. Ist jetzt ein bisschen abgeschnitten bei euch, aber
generell. Sowas kann ich halt auch. Das habe ich für unsere Little Fears Runde gemacht. Wird auch noch in Benutzung kommen. Und das rangiert dann zum Beispiel. Kann ich das irgendwie anders einblenden? Nein, natürlich nicht. Ich muss mal eben kurz das neue. Oh ja. Neue Dingsen. Moment. So. Jetzt sieht man es. Na, zum Beispiel dann. Das wäre jetzt zum Beispiel eine sehr grobe Skizze. Das wäre sowas, das könnte ich wahrscheinlich in 1 bis 2 Tagen. Und wird dann exponentiell komplizierter und teurer. Je nachdem, was ich so mache. Da habe ich, genau, da habe ich, glaube ich, nur den Kreis hinzugefügt und hat den Charakter von Buckfish neu gezeichnet, Emmy. Und hab's dann koloriert und farblich gemacht und so weiter. Oh Gott. Habe ich noch irgendwas Interessantes? So viel Zeug. Ah ja, das sind die anderen Sachen für eine Little Fears Runde, die noch nicht live ist, aber vielleicht bald live geht. Wo ich Spieler bin, da sind Sachen von Reutre. Ist inzwischen schon weiter. Das war zum Beispiel die grobe Skizze für Telford. Und die etwas ausgearbeitetere Skizze bis zur Hüfte in diesem Bild nur von Bronx. Das Schwert habe ich noch nicht korrigiert gehabt auf diesem hier. Sieht besser aus auf dem späteren. Ja. Solche Sachen kann ich machen. Oh ja, das kann ich zeigen. Das war ziemlich lustig. Ich habe eine Lulz-Zeichnung gemacht. Ey, ihr müsstet das lesen können, theoretisch. Ich guck mal, ob ich... Ja, da seht ihr immer nur die eine Hälfte. Das ist doof. Moment. Dann halt anders. Das bin ich gerade am... am Kolorieren. Da gehört auch noch ein Unterteil zu. Das ist das erste Panel von einem Comic. So ein Mini-Comic, an dem ich gerade für einen Lulz arbeite. Ah, es ist großartig. Das ist so ziemlich die erste halbe Stunde von jedem Rotre-Stream. Bevor es dann serious wird. Semi-serious. Ah, das ist so ziemlich rot drin in Nutshell. Wie gesagt, das koloriere ich gerade, aber das habe ich nicht hier, die kolorierte Version. Also es hat schon Farbe und ich habe gerade angefangen, die Flasche durchsichtig zu machen und so ein Quatsch. Was sind so irgendwelche spannenden Sachen hier? Die so ein bisschen showcasen, was ich so at random mache. Ich weiß gar nicht, ob ich Animation-Stuff hier drauf habe. Ich mache auch Animations-Stuff. Ich mache zum Beispiel auch Lower Thirds, habe ich zum Beispiel damals für Los Muertos gemacht. Für die Leute, die in Hangout, als wir noch über Hangout gestreamt haben, größtenteils. Weil du selber keine Zeit hast, Oracle? Ich mach mal eben kurz das weg, damit die Leute, die später nachgucken, sehen können, was du geschrieben hast. Weil du selber keine Zeit hast oder einfach nur, weil sich keine Runden ergeben? Weil daran könnte man ja arbeiten. Ja, ich mag Hangout nicht. Bleh. Haben wir auch schon ewig nicht mehr benutzt. Ich glaube, der einzige Stream, für den wir das noch benutzen, also so in denen, wo ich drin bin, ist das Rotre. Obwohl ich manchmal hoffe, dass Umbreon eventuell umsteigt, aber das ist seine Entscheidung, nicht unsere. Sein Ding, weil ich finde Hangout einfach bläh. Zum Kotzen. Da kämpfe ich lieber mit kleinen technischen... Ja, genau, Koali. Ich mag es einfach nicht. Es spackt immer rum, es stürzt andauernd bei Leuten ab.
Leute haben plötzlich keinen Ton mehr, Leute hackeln total unnötig, wenn sie es in anderen Programmen nicht tun. Manche Leute kommen einfach nicht rein. Das sind Gründe, warum bei uns schon teilweise komplette rote Runden ausfallen mussten, weil jemand 6-mal seinen Computer neu gestartet hat, den Browser komplett neu installiert hat, Browser gewechselt hat und das Internet gezogen hat und sonstigen Scheiß gemacht hat und trotzdem nicht in Hangout reingekommen ist. Zum Kotzen. Ja, das kann ich sehen, Oracle. Ne, das sind so Sachen, die haben... Also es gibt einen guten Grund, warum wir fast in jedem Stream, in dem wir drin waren, in einem Hangout, wenn wir über Hangout gestreamt haben, wo wir über Hangout gemeckert haben. Genau, Apps funzen nicht oder funzen nur bei manchen. Das ist auch ein Klassiker. Lower Certs funktionieren nicht. Während ich hier halt, wie ihr seht, einfach spontan Sachen auch einfach reinziehen kann. Und wenn man ein bisschen weiß, wie man setupt, kann man da sehr coolen Shit mitmachen. Es ist für mich einfach eine sehr frustrierende Kiste. Ja, es ist halt einfach... Wir haben Hangout damals benutzt, weil es praktisch war, aber es hat so viele Nachteile. Da kämpfe ich lieber mal mit ein bisschen Technik am Anfang in diesem Pre-Stream-Zeug. Als, mich dann konstant damit rumzuärgern während dem Stream. Das ist ja auch andauernd fliegen bei Hangout Leute raus. Das haben wir zwar bei Skype auch manchmal und auch bei Teamspeak, aber bei Vipen weniger. Und der Chat. Ja, Koali. Frisst Leitung, ja. Die Qualität, du kommst nicht über 720p, egal. Ich habe eine 1080p Kamera, das ist scheißegal. Das nimmt das einfach nicht. Manchmal hat es mit Mikros Probleme. Es schaltet Sachen einfach unscharf. Hatte ich auch schon. Musik einspielen ist über das hier wesentlich einfacher. Ich kann einfach Musik laufen lassen im Hintergrund und kann die zu euch übertragen. Kann die Leiter leiser und lauter stellen, wie ich es haben will. Es ist halt einfach, sobald man anfängt zu versucht, Sachen ein bisschen komplizierter... Also es soll... Nee, ich habe es irgendwann nochmal ausprobiert. Es ist immer noch bläh. Lohnt sich einfach nicht umzusteigen. Dafür habe ich mehr Freiheit mit OBS oder XSplit und dann streamen über Twitch. Oder man kann ja theoretisch auch über andere Seiten streamen. Was gibt's noch so? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ustream gab es, glaube ich, noch. Und noch so ein paar andere. Oder theoretisch so wie Dennis über YouTube Livestreaming. Worauf ich keinen Bock habe, aber wenn er möchte, kann er das gerne machen. Obwohl ich theoretisch über XSplit wahrscheinlich auch müsste ich theoretisch können. Könnte ich irgendwann mal testen. Aber generell momentan bin ich sehr mit Twitch relativ happy. Vor allem, weil ich den Chat einfach einbinden kann. Die Moderation ist schön easy für den Chat. Ich kann Leute einfach rausschmeißen, kann Leute zu Mods machen. Ja, aber das sollte, das über Irland, das sollte kein Thema sein. Das sollte, weil das so oder so übers Internet läuft, das sollte einfach, der Streaming-Service ist relativ beschissen. Mache ich aber auch über YouTube, Funds bei mir, über OBS, super, ja, müsste eigentlich. Also ich benutze jetzt momentan XSplit, aber OBS ist eigentlich auch vollkommen drin. Ich mag beide. Aber wie gesagt, Hangout ist mir einfach zu bläh, zu eingeschränkt, zu verworren, schlecht produzierte Apps. Das sind so Sachen, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Bläh. Ne, ich halte ja andere nicht davon ab, damit zu streamen. Genau, und Hangout mag bestimmte Browser einfach nicht. Und man kann die Twitch-Sachen einfach portieren, ja. Und was wir ja auch schon, das wird Koali sich auch noch dran erinnern, was wir auch bei Hangout schon öfter hatten, war Livestreams, die wir darüber gemacht haben. Da waren einfach komplette Teile von weg. Also so eine halbe Stunde am Start hat einfach gefehlt oder ein Teil war einfach komplett nicht sehbar und ist einfach irgendwann verschwunden. Der ist einfach aus der... Ich weiß gar nicht mehr, bei wem es war. Ich weiß nicht mehr, ob es bei Koali war oder bei...
bei wem anderen. Ja, wir haben eigentlich, seit wir über Hangout gestreamt haben, immer panisch nach einer Alternative gesucht. Ich habe ja auch ein paar, ich habe ja meine Zeichenstreams damals über livestream.com gemacht und über die interne Streaming-Software, die dann ja irgendwann sich verabschiedet hat. Und ja, Mischka-Stream von letzter Woche hatten zum Beispiel keine Sohn. Ja, das sind so Sachen. Und das ist halt, selbst wenn der Stream scheiße war über XSplit, ne? Also selbst wenn aus irgendwelchen Gründen das Internet rumgesponnen hat und so, ich habe immer noch eine hochqualitative Aufnahme auf meinem PC, die ich einfach hochladen kann. Der lädt mir das, macht nämlich nebenher eine HD-Aufnahme. Das heißt, ich habe alle Streams, die seit wir auf Twitch sind, laufen, habe ich automatisch in HD auf meiner Festplatte. Ich kann das natürlich auch ausstellen, aber ich habe die alle gesichert. Falls die jemals verloren gehen, habe ich die immer noch. Das sind halt so Sachen, die Hangout halt einfach nicht bietet. Dafür ist es zu eingeschränkt. Es ist schön für jemanden, der gerade anfängt, weil es halt relativ simpel ist, aber wenn, sag ich mal, wenn du ein bisschen Zeit dir nimmst, um dich in die anderen Programme einzuarbeiten, sind die einfach unendlich besser. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden im Endeffekt. Ja, bei Viva Venezia war was weg, wie gesagt. Es ist, wie gesagt, wir haben, also ich erinnere mich noch, seit eigentlich den ersten Streams haben wir immer nach einer Alternative gesucht und darüber gejammert, dass wir eine wollten. Jetzt haben wir eine. Oder sogar mehrere, theoretisch. Aber Schluss mit der Hangout-Hate-Tirade. Das bringt uns nicht weiter. Wir haben uns fortbewegt von da. Es ist zwar manchmal schade, weil die Leute, die uns nur über YouTube folgen, halt die Streams nicht immer mitbekommen. Aber dafür ist ja der Nerdpol Event-Kalender da. Ich hätte fast Hangout-Kalender gesagt. Event-Kalender. Ich habe das Wort Hangout in den letzten Minuten zu oft gesagt. Aber Schluss mit der Hate-Tirade. Das ist ja alles Quatsch. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, die meisten, die auf Twitch gewechselt sind, sind relativ froh darüber. Beziehungsweise über die Livestream-Dings von YouTube. Was ja, soweit ich es jetzt gelesen habe, Chosen ja auch macht. Genau, Evolve. Evolving. Ever evolving. Ich guck gerade mal, ob ich. Ja, Commissions kann ich nicht zeigen, weil da müsste ich erst mit den Leuten reden, ob ich das darf, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Wie gesagt, kontaktiere mich einfach mal, wenn du was haben willst. Oh ja, da sind die ganzen Little Fears Charaktere, die ich für die eine Runde gemacht habe, die nie zustande gekommen ist, mit wer war da alles bei? Das Kamel, Julia, noch ein paar andere Leute. Die ist dann nie wirklich zustande gekommen, leider. Ganz am Anfang, vor 2 Jahren. Ich guck grad mal. Habe ich das alles nicht hochgeladen? Kann nicht wahr sein. Oh ja, genau. Ich mache auch immer, das könnte ich zum Beispiel mal zeigen. Das sagt euch nichts vom Kontext her, aber zum Beispiel für die Runde mit Engai, die Off-Air Pathfinder-Runde zum Beispiel, habe ich, mein Charakter schreibt Briefe an seine Familie. Und die mache ich dann zum Beispiel auch in Photoshop fertig. Halt, mit jedem Brief sozusagen türmen sich aufeinander, was ich sehr schön finde, optisch. Das zum Beispiel mache ich. Sowas mache ich gerne. Das ist immer fun für Runden. Ich mag auch diese Font. Die sieht aus wie eine echte Handschrift. Ist großartig.
Die missbrauche ich für so viel. Diese Font. Großartiges Ding. Ja, wie gesagt, ich mache viel von den Grafiken selber. Ich habe ja zum Beispiel auch das Setup für den Löffelgeil-Podcast zum Beispiel. Das ist jetzt animiert. Das kann ich zum Beispiel mal einblenden. Ist nur minimal animiert, aber das mag ich zum Beispiel sehr gerne. Und solche Sachen. Die muss ich nochmal überarbeiten, weil da hakt ein bisschen was. Aber ansonsten ist die ziemlich cool. Welche ist das? Was, welche ist was? Meinst du die Pathfinder-Runde, Quali? Oder was meinst du? Oder meinst du die Font? Wie heißt die denn nochmal? Moment. Ich meine, die heißt so. Ich guck mal kurz. Ups. Genau, die findest du auf. Du lässt keinen Rand? Bei was? Bei den Briefen. Die heißt Chris Handwriting. Ist, ne? Ich meine, ne. Genau, free for personal use. Also solange man keine Werbung auf die Videos schaltet und so, ist er, meine ich, damit einverstanden. Ich hatte ihn angeschrieben. Da. Die ist das. Die ist ziemlich cool. Muss man ein bisschen mit rumfriemeln, dass er gut aussieht, aber wenn man es gemacht hat, sieht es halt wirklich aus wie eine echte Handschrift, was ziemlich nice ist. Sehr empfehlenswert. Und ich mache natürlich auch für andere Leute manchmal, also für Freunde, zum Beispiel für Dennis habe ich dieses, Moment. Das passt auch sehr schön gerade mit der Jazzmusik. Habe ich zum Beispiel das Nachtschicht-Noir-Ding gemacht. Also das ist einfach nur eine Schrift in Photoshop und dann ein bisschen bearbeitet. Aber sieht ziemlich cool aus. Bei den Briefen, ja. Das war so ein bisschen mit Absicht. Der Charakter in den Situationen, wo er teilweise geschrieben hat, war eher nicht so collected, dass er auf Schönschrift achtet, beziehungsweise auf ordentliche Ränder. Außerdem hat er Schreiben zu Hause gelernt, der war nie in der Schule. Ist halt Fantasy. Oder, was habe ich denn noch so gemacht? Für, das ist ein bisschen obskurer, aber zum Beispiel für Viribus Unitas habe ich zum Beispiel auch Sachen gemacht. Zum Beispiel sowas. Wäre auch ein schönes Handout in sich. Beruhigende Darstellung und so. Also ich Photoshop manchmal auch Sachen. Obwohl dieses war mehr, ich habe was gefotoshoppt, habe es dann ausgedruckt, künstlich gealtert und zusammen mit einem Buch wieder eingescannt, damit es diesen Effekt kriegt. Ist auch ziemlich nice. Macht Fun. Ja. Ist ein bisschen in so ein Show and Tell geworden heute, der Morgenkaffee. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber I can handle it. Oh, hier ist eine ganz alte Version von den Sachen für. Ja, wir spielen ja kein DSA. Aber nicht jeder Charakter geht auf eine Schule. Mein Charakter zum Beispiel, da wo der herkommt, das würde keinen Sinn machen, dass da eine Schule ist. Da ist auch keine, soweit ich weiß, von dem, was ich und Engel besprochen haben. So ein richtiges kleines Pissdorf. Entweder du kannst nicht lesen und schreiben oder du lernst es von deiner Family.
Ich habe auch Charaktere, die einfach nicht lesen und schreiben können. Also es gibt Schulen, aber halt nicht überall. Und je nachdem, wo der Charakter herkommt und halt bei dem hat es keinen Sinn gemacht. Warum? Weil nicht jeder lesen und schreiben können muss in so einer Welt. Ja, und das ist, ne, wie gesagt, dass es feste Regeln und Naturgesetze gibt, gibt nicht zwingend vor, dass jeder lesen und schreiben kann. Bei DSA meine ich sogar, bin ich mir ziemlich sicher, dass auf jeden Fall bei 4.1, wenn ich mich nicht komplett irre, musst du lesen und schreiben auch als Skill haben, meine ich, damit du lesen und schreiben kannst. Ja, ich habe es vielleicht ganz am Anfang ein bisschen doof ausgerückt, aber generell in einigen Gegenden wird sowas nicht geben, wenn deine Eltern dir das nicht beibringen oder du zum Beispiel familiär, sag ich mal, wo es den Einfluss gibt, dass es Sinn macht, dass du lesen und schreiben lernst, weil es war ja früher auch so. Nicht jeder Bauerntölpel konnte lesen und schreiben. Wenn du natürlich einen Charakter spielst, sage ich jetzt mal einen Kleriker, der in irgendeinem Tempel aufgewachsen ist und da aus den alten Schriften lernen musste, der wird lesen und schreiben gelernt haben, klar. Aber für manche Charaktere macht es keinen Sinn. Mein Charakter kann lesen und schreiben, inzwischen. Der spricht auch relativ viele Sprachen, aber Sprechen und Schreiben ist auch nochmal was anderes. Der schreibt die auch nicht alle, die er sprechen kann, weil das halt auch Sinn macht. Nicht jede Sprache, die du durchs Zuhören und durchs Sprechen aufliest, sag ich mal, schreibst du auch gut. Zum Beispiel, ich bin wesentlich besser im Englisch sprechen, als ich es im Schreiben bin. Ich habe gerade noch eine ganz alte Illu oder eine Illu-Sketch gefunden von Otherside, die wir nicht verwendet haben, die ich aber vielleicht nochmal recycle. Die ist ziemlich cool. I like this one. Ja, genau, Tali, lernen ist... Deswegen, das meinte ich nämlich. Gerade wenn du ja feste Regeln und Naturgesetze und so weiter, also wenn du feste Regeln hast in so einer Welt, was das angeht, ne? Zum Beispiel in einer Pathfinder-Runde, die wir am Tisch spielen, das wäre jetzt schön, wenn Thilo und Moritz hier wären, die beiden, die heute leider nicht konnten, weil die hätten dazu was sagen können. In einer Runde zum Beispiel haben wir das auch. Wo wir Pathfinder spielen, wo wir praktisch an den Linguistics-Skill einen Writing-Skill angelegt haben. Der ist, meine ich, den hatten wir, lass mich mal überlegen, den hatten wir, meine ich, Ich meine, wir hatten es unter Linguistics als Unterskill angesetzt, dass man, sozusagen, wenn du eine Sprache lesen und schreiben willst, musst du halt da Skillpunkte reinstecken, im Endeffekt. Es war größtenteils einfach nicht gewollt, weil dann fangen die Leute das Lesen auch an und fangen das eigenständige Denken an. Ja, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum viele Leute, warum es, sag ich mal, für die etwas Reicheren relativ praktisch war, wenn die ganzen armen Bauerntöpfe nicht lesen und schreiben konnten. Ja, wenn man natürlich, wie gesagt, Adlige oder Reiche oder Geweihte spielt, dann können die natürlich lesen und schreiben. Ich finde es aber manchmal auch sehr spannend, einen Charakter zu spielen, der nicht lesen und schreiben kann und der dann vielleicht auf einen Gebildeten trifft und das dann lernt. Weißt du, also gebildet muss ja nicht viel heißen. Also es zum Beispiel so... Ne, so wie gesagt, wenn du zum Beispiel jemand, ne, so jemand kann ja zum Beispiel streetwise sein, also der kann sehr viel übers Leben wissen, aber der muss dafür nicht lesen und schreiben können. Weil in Büchern steht nicht alles. Du kannst zum Beispiel, wie gesagt, einen Charakter spielen, zum Beispiel ein Straßenkind, das nie lesen und schreiben gelernt hat, das aber sich in der Stadt besser auskennt als jeder Gelehrte. Stumm ist cool. Du meinst, der nicht sprechen kann. Ja, musst du nur gut umsetzen. Wir haben in der Pathfinder-Runde mit Engai haben wir einen sehr coolen, stummen NPC. Der ist ziemlich geil. Lorios. Wenn wir die Runde jemals recappen, dann im Löffelgeil-Podcast.
Dann werdet ihr alles über den alten Troll lernen. Ich glaube, so einen Lorayos-Charakter könnte ich auch spielen. Vielleicht klaue ich mir den irgendwann mal für irgendeine Runde, weil. Also nicht den Charakter selber, aber das Konzept, wie der kommuniziert. Das ist fucking hilarious. Du kannst theoretisch darüber hinwegkommen. Also nicht über das Stummsein selber, aber über andere Sachen. Also über. Du kannst zum Beispiel, wenn du in Pathfinder oder in D&D spielst, könnte der Charakter zum Beispiel sowas lernen. Das könnte man wahrscheinlich mit dem Spielleiter irgendwie arrangieren, damit er zum Beispiel nicht die ganze Zeit eine Schrifttafel mit rumschmeißen muss. Das ist dann zum Beispiel ein Spellcaster, der, sag ich mal, mit Prestidigitation, dass du eine Variante davon machst oder von eine Variante von Light, dass der das sozusagen nicht benutzt, wie der standardmäßig ist, wenn du so ein bisschen homebrewst, wo der, wie heißt es, wo der das benutzt, um eine Fackel anzumachen, sondern zum Beispiel damit schreibt. Kannst du super Character-Play führen, genau, wenn man sich gegenseitig was beibringt. Genau, du hast generell so, wenn es um Lesen und Schreiben geht oder um Sprachen. Es ist zum Beispiel was, was wir auch noch so ein bisschen ausspielen werden, hoffe ich in Rotre, weil Jarvis hat jetzt zwar einen Rank in Linguistics und in, hier, wie heißt es, in Wasserbüssel oder Infernal? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es war Büssel. Ich muss mal die anderen fragen. Der hat da zwar einen Linguistics-Skill drin und kann das jetzt angeblich schreiben und also sprechen und schreiben, aber in-game war das grob so geplant, dass der jetzt sich hat ein paar grobe, sag ich mal, so ein paar wichtige Sätze sich von Bronx und Telford hat beibringen lassen. Und im Endeffekt, dass die Sprache jetzt langsam lernen soll über Zeit, immer wenn die ein bisschen Zeit haben, dass er sich mit denen hinsetzt und ein paar Begriffe lernt. Also der spricht die Sprache aus meiner Sicht nicht flüssig, sondern der kennt so halt ein paar Begrifflichkeiten, die vorher besprochen haben, die vielleicht ganz hilfreich sein könnten. Weil die ja vor allem Abyssal sprechen in dem Kontext von, die anderen sollen im Kampf nicht verstehen, was wir sagen. Was ja zum Beispiel auch sehr praktisch sein kann, wenn du verschiedene Sprachen sprichst. Du musst jemandem ja nicht die volle Sprache beibringen. Sondern es reicht, wenn du dem ein paar Codewörter beibringst. Für so In-Character-Play. Das kann, wie gesagt, zu sehr schönen Situationen führen. Das wäre ein cooles Thema für den Löffelgeil-Podcast. Ich muss das mal eben kurz aufschreiben. Ihr bringt mich gerade auf coole Ideen. Das ist nice. Ich schreibe uns das mal eben in die Liste. Sprechen und Schreiben. Sprachen im Rollenspiel. Ha! Neues Thema. Wir haben so viele. Holy shit. Länger eigentlich umgezogen. Es kommen immer dazu, ein paar davon zu machen, weil wir haben sehr coole. Auf welches ich mich sehr freue, ist Playing It by the Book. Kaufkampagnen und wie strikt man sich daran hält. Wird, glaube ich, sehr